Liebe Oldenburgerinnen, liebe Oldenburger, wir alle erleben im Moment eine Situation, auf die wir nicht vorbereitet sind. Die Corona-Pandemie und die Folgen stellen uns quasi über Nacht vor nie gekannte Herausforderungen. Wir haben Sorgen um die Gesundheit unserer Liebsten, aber auch Ängste vor durchgreifenden Veränderungen in unserem Leben. Und ein Ende dieser beunruhigenden Lage ist vorerst nicht in Sicht. Viele Entscheidungen der letzten Tage sind in ihren Auswirkungen noch gar nicht absehbar. Aber die Experten sind sich sehr sicher, dass jetzt alles versucht werden muss, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Darum geht es momentan und diesem Ziel ist alles unterzuordnen. Noch haben wir die Chance, das Virus in seiner Ausbreitung zu hemmen und zu verlangsamen. Auch die Stadtverwaltung ist seit etwa einer Woche im Krisenmodus. Schulen und Kitas, Einzelhandel, Einrichtungen des öffentlichen Lebens oder Kulturangebote sind geschlossen. Viele von ihnen sehen mit Sorge auf den Arbeitsplatz. Möglicherweise gibt es auch schon Menschen in ihrem direkten Umfeld, die erkrankt sind. Wenn Sie so wollen, unser gewohntes Leben, auch meins, ist völlig verändert. Für uns als Stadt heißt das, dass wir den Schalter quasi über Nacht umlegen mussten. Ein erheblicher Teil unserer Arbeitskraft wird nun von der Krise eingenommen. Aber es funktioniert. Die Kolleginnen und Kollegen im Gesundheitsamt, in der Feuerwehr, im Service Center, im Ordnungsamt und in vielen anderen Bereichen leisten Herausragendes, um die Lage unter Kontrolle zu behalten. Dabei galt es, Maßnahmen zu treffen, die wir uns vor wenigen Tagen nicht hätten vorstellen können. Von der Schließung von Schulen bis zur Absage von Veranstaltungen. Mich macht besonders stolz, wie gelassen die Oldenburgerinnen und Oldenburger diese Beschränkungen hinnehmen. Wir erleben durchweg Verständnis und nur sehr wenig Kritik. Und für diese Haltung möchte ich mich sehr herzlich bedanken. Ich hoffe, dass wir uns das auch in den nächsten Wochen bewahren können. Die Daseinsvorsorge darf dabei natürlich nicht zum Stillstand kommen. Polizei, Feuerwehr, medizinische Versorgung, die Müllabfuhr, die Wasser-, Gas- und Stromversorgung, das alles ist und bleibt gewährleistet. Oldenburg funktioniert auch unter diesen erschwerten Bedingungen. Lassen Sie mich noch einen weiteren Punkt ansprechen. Die Corona-Krise ist nicht nur eine gesundheitliche Bedrohung, die massiven Einschränkungen sind eine große Bedrohung für Kultur, Wirtschaft und öffentliches Leben in unserer Stadt. Wir fragen uns natürlich auch hier, welche Unterstützung können wir geben als Stadt? Der Bund und das Land Niedersachsen schieben derzeit milliardenschwere Hilfen an. Und sobald die Einzelheiten dieser Programme feststehen, werden wir hier in Oldenburg prüfen, wie auch die Stadt diese sinnvoll ergänzen kann. Kurzfristig werden wir selbstverständlich auch das tun, was nötig ist. Zuschüsse für Kultureinrichtungen zum Beispiel könnten vorzeitig ausgezahlt werden. Aufträge könnten vorgezogen werden, um eben die Liquidität in diesen Einrichtungen zu stützen. Aber auch Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, können einen Beitrag leisten. Zum Beispiel, wenn Sie sich das Ticket für eine Veranstaltung, die nicht stattfinden konnte, nicht auszahlen lassen. Ich weiß, dass viele Kulturliebhaber im Moment so handeln. Auch für die Wirtschaft machen wir ein Angebot. Wir bieten Betroffenen der Krise an, die Gewerbesteuervorauszahlung zu senken oder bis zum 30. April ohne weitere Kosten auszusetzen. Wenn sich die jetzige Situation länger fortsetzt, werden auch zinsfreie Stundungen möglich sein. Das sind für uns als Kommunen erste sehr konkrete Möglichkeiten zu helfen und die werden wir nutzen. Das alles wird aber nicht über Nacht zu regeln sein, da bitte ich um Verständnis. Aber wir haben das klare Ziel, wir wollen die Betroffenen nicht im Regen stehen lassen. Zum Schluss noch eine ganz dringende Bitte. Reduzieren Sie die sozialen Kontakte auf ein absolutes Minimum. Vermeiden Sie jede unnötige Begegnung, seien Sie achtsam und übernehmen Sie Verantwortung für diejenigen, die von der Krankheit besonders betroffen sind. Das ist keine einfache Zeit, die wir durchleben. Aber sie wird vorübergehen, auch in Oldenburg. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Kraft und Geduld für die nächste Zeit und vor allem bleiben Sie gesund.